Fritz Meinecke lacht jetzt schon. Ja, klar, na, klar lach ich, Alter. Mega. Was ist da los? Eine Nacht auf Unges Madeira-Waldgrundstück geht komplett schief. Epischer Misserfolg. Grundstück campen, Ausrufezeichen. Die Frage ist es das gleiche Grundstück, wo ich war? Ist es ein anderes? Was geht da schief? Penny da wirklich? Ist es einfach nur der übelste Bullshit? Wir werden es sehen. Rein da. Okay, was geht? Pass auf, ich muss ganz so leise machen, Antonia. Bitte sei mir nicht sauer, ja? Ja. Aber diese Strecke hier runter, meine Freunde, ist das Tor der Hölle. Denn hier haben sich Abdel und Tanzverbot... Ja, kenne ich. Da gab es die große Stresserei mit Abdel und Tanzverbot. Da war es gestritten. Und ich kann diese Gasse nie wieder betreten. In dem Wissen, dass es alles meine Schuld ist. Ich werde es nie vergessen. Ich werde niemals drüber hinwegkommen. Ja, mir fällt gerade auf, das war die weirdeste Blog-Anmoderation überhaupt, dass ich mich über... Alter... Mindfuck. Antonia hat sich entwickelt. Antonia ist einfach im nächsten Cut ein Mann. Diese Gasse, es war wie ein Flashback, Leute. Ich bin vorbeigefahren, ich musste es einfach loswerden. Es Hä? War wie so ein Tunnel. Wir waren noch gerade kurz bei Antonia. Wir haben super viele Sachen heute von ihr erhalten. Ein Zelt, Schlafsäcke, Matratze, oh. Gartenbesteck, wie heißt es? Und wir wollen heute Abend ja campen gehen. Das wird auf jeden Fall ganz wild. Da hoffen wir doch drauf, dass das Wetter schön ist. Wir haben einen richtig schönen Spot. Antonia ist die Beste der Welt. Die kümmert sich auch gerade um unsere Lizenz. Jetzt geht es aber erstmal darum, mein Ohr wird jetzt gleich gecheckt. Wenn ich jetzt, dass ich noch Probleme im Ohr haben sollte, kann ich absaugen und so und bla bla bla. Ich habe das Antibiotikum durchgenommen, alles. Und es ist immer noch verstopft. Da muss ich schauen, ob ich überhaupt am Montag fliegen kann. Oder da muss vielleicht sogar aufgeschnitten werden. Man muss mal gucken. Ob ich tatsächlich ein Spenderohr bekomme. Da haben wir schon drüber gesprochen. Tobi hat gesagt, er würde seins hergeben. Stimmt und nicht. Von Julius kriege ich ja den rechten. Richtig? Dann habe ich ja gar keinen mehr. Das ist ja unfair. Hast du nur einen? Ja. Oh nein! Leute, wir sind bei Unge in Garage. Unge. Und da ist Tesla von ihm, wo er hat gekauft mit den Bitcoin hat er gemacht. Viel Geld. Wir haben uns jetzt gerade hier noch ein paar Sachen abgeholt. Mein Ohr ist tatsächlich so gut wie frei. Das heißt, leider Gott, ich höre nichts mehr auf dem Ohr, jetzt wo du reingepustet hast. Danke für nichts. Das heißt, dem Campen steht eigentlich nichts im Wege und dem Flug... Ah. Den Flug am Montag auch nicht. Das ist sehr schade. Ich wäre noch gern länger hier geblieben, aber man kann nicht allen. Ich habe in den Stories gesehen, dass er. Wir haben ja heute Montag, bin ich dumm. Hat er gerade schon gesagt, dass er am Montag gelandet ist. Also heute. Ist er heute schon gelandet? Doch, ist er schon gelandet. Ich habe es in den Stories doch schon gesehen. Haben wir heute Montag? Haben wir heute Dienstag? Ich habe keine Ahnung. Heute Montag? Ich finde es gerade da. Montag haben wir heute. So. Da wir leider aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht auf dem Campingplatz zelten durften, wollten wir auf dem Waldgrundstück vom rothaarigen Verrückten campen. Aber... Okay, also, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben ein ganz kleines Messer gekauft, zwei Taschenlampen und eine Luftmatratze. Wir nehmen einen Tisch mit dahin, keine Stühle, ist mega geil. Wir ziehen... Das wird gleich richtig geil, glaube ich. Wir nehmen uns jetzt noch richtig viel Essen rein, weil wir können da kein Feuer machen. Das heißt, warmes Essen ist nicht. Das heißt, wir nehmen uns jetzt so Sandwiches mit Veggie Nuggets. Dann machen wir einen Corona-Test und dann fahren wir rüber zum Grundstück. Wir gönnen es aber jetzt erstmal, räumen wir ein bisschen die Bude auf, weil es am Montag ja schon weitergeht. Ey, wenn das wirklich das Waldgrundstück ist, wo ich die Durchschlageübung mit Unge gemacht habe, Alter, dann wird's gleich richtig eskalativ. Oder die sind auf einem anderen Grundstück, ich weiß es nicht. Ja! Guten Hunger. Moin! Also, folgendes. Wir haben uns jetzt gerade auf Corona testen lassen. Wir sind alle glücklicherweise negativ, das heißt, wir dürfen nach Deutschland zurück. Meinem Ohr geht soweit gut. Tobi und Elif sind aber nicht ganz fit, weil die irgendwie auch mit der Klimaanlage ein bisschen am Kränkeln gewesen sind. Deshalb bleiben die jetzt hier. Ich habe mir immer gesagt, Leute, for the Content, wir machen es jetzt, wir fahren jetzt gemeinsam dahin. Max mit am Start, Julius mit dabei. Und wir können mittlerweile mit Max fließend Deutsch reden. Das ist mega nice. Der Portugiese hat es komplett gelernt, Deutsch zu sprechen. Ich weiß auch nicht, warum. Er hat sich eben einfach ins Auto gesetzt, auch mit Corona testen lassen. Fährt jetzt mit Campen. Es ist wirklich einfach nur noch weird. Ich habe von Unge eine Wegbeschreibung bekommen, die zeigen wir euch, wenn wir gleich da sind. Es ist absolut lost. Tobi, hau rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ne? Ciao. Ich werde sowas von die Bilder aufräumen, du Arschloch. So, das Gute ist nämlich, wir sind genau um vor 19 Uhr. Oh mein Gott, wie viele Katzen. Das ist ein Hunde, Max. Nein. Also ich glaube die Pender nicht. Ich glaube, das geht komplett schief. Die brechen ab und fahren wieder zurück in die Villa. Das predikte ich. Ach, herrlich also, ist es da. Schaut mal nach vorne. Das hier ist ein sehr, sehr dichter Wald. Doch. Wir uns jetzt hier rein bewegen. Wir haben das Video von Fritz Meinecke gesehen. Es die wollen echt da rein. Da wollen die rein und da campen. Hä? Hä? Die ist ja nicht möglich. Hä, die haben doch das Video gesehen. Wo wollen die denn da campen?
wirkte unbeholfen und chaotisch. Und genau das ist auch unsere Herangehensweise hier. Wir hoffen, dass wir jetzt mit Simons chaotischer Wegbeschreibung hier finden, wo wir hin müssen. Hört es euch gleich einfach an. Er sagt wirklich, ihr geht in die und die Richtung und immer, immer weiter. Und dann seid ihr irgendwann da und das ist falsch. Och Mann, Simon, du Wichser. Ich höre es mir nochmal an. Auf der linken Seite. Ja, das fährt uns vorbei. Auf der linken Seite eine, sowas wie eine alte Einfahrt sehen. Oder Police, oder? Da ging es früher runter für den Forstbetrieb. Da kann man das Auto parken, links neben der Straße. Ja, da haben wir ja auch geparkt. Das ist hier gerade ganz woanders auf jeden Fall. Zumindest ist da. Ja, also, nee. Wenn ihr dann dort in eine Richtung geht, also weiter in die Richtung geht, da ist eine Stelle, wo Müll abgeladen wird, dann. Seid ihr falsch, ihr müsst ja. Okay, wir suchen jetzt links nach der Einfahrt für den Forstweg. Der kam noch gerade von da. Und dann den Müll sehen. Und dann sind wir falsch. Das ist falsch. Da ist irgendwas da vorne. Ich meine, wir müssen auch sagen, wir sind halt hier mitten. Aber die glauben dir bestimmt. Ja, das sieht gut aus schon mal. Also es sieht auf jeden Fall so ähnlich aus. Da links kommt das dann. Du gekauft hat und du einfach jetzt hier random zelten willst. Es ist theoretisch, ist es legal, ne? Hier, ja. Ist es das? Hier können wir auf jeden Fall parken. Ja, ja, das sieht gut aus. Da war auf jeden Fall auch so hier so ein Holz, so ein Strommastpoller. Ey, das, oh, Alter, bin ich jetzt hyped drauf. Ich dachte erst, die sind vielleicht auf diesem anderen Grundstück, wo irgendwie was mal bauen wollte oder so. Aber die wollen echt jetzt in diesem Wald campen und wollen da runter mit Zelten, Luftmatratzen, mit einem Tisch. Alter, no way. Aber da meinst du auch, wenn ihr da parkt und dann weiterläuft, dann seid ihr falsch. Also vielleicht sollen wir gar nicht erst. Nein, das ist richtig. Okay, es ist wirklich geisteskrank kalt schon. Ich hab gar keinen Bock mehr. Wir bleiben nicht weit von der Straße entfernt. Jetzt ist aber erstmal die Frage, wie kalt wird es heute noch, weil es jetzt schon wirklich echt kühl ist. Was, das ist das Zelt. Das können die da niemals aufbauen. Da ist gar kein Platz dafür. Ach du Scheiße. Da steht XL drauf. Da steht Family XL. Ach du Scheiße. Hä, ist ja falsch. Wo wollen wir denn hin? Das ist die dümmste. Oh, ist das ein Weg runter? Au, Dornen, au! Oh, ich hab voll gefurzt, haben wir das gehört? Au! Ich hab den Furz gehört! Oh, guck mal, meine Beine! Mit den Schuhen auch noch! Mit so normalen Schuhen! Ach du Scheiße, das geht voll in die Hose gleich! Das geht voll in die Hose! Fritz, mein, ich lacht jetzt schon! Ja klar, na klar lach ich, Alter! Mega! Und runter kommen wir nicht, oder? Ja, das müssten wir eigentlich tun, glaube ich. Ja, willst du auf so übernachten? Na, aber da ist doch eine kleine Ebene. Guck mal da vorne. Da müssen wir mal hin. Komm. Okay, die sind irgendwo anders gerade. Ah, okay. Die sind nicht den Weg runter, den wir sind, sondern wahrscheinlich in der Region, wo wir hoch sind. Das ist auf jeden Fall schon mal cleverer. Max hier auf jeden Fall auch mit den freshen weißen Schuhen am Start. Vielleicht, man weiß nicht, finden die da unten ja wirklich auch noch eine Plateaufläche, wo man dann ein Zelt aufschlagen kann. Weiß ich nicht. Wir haben damals keine gefunden, aber wir haben jetzt auch nicht nach einer Zeltfläche gesucht. Das hier ist nicht unbedingt eben und zu wenig Platz eigentlich. Man müsste halt ein bisschen Erde umschaufeln. Das ist komplett schräg. Komplett. Ja, was hältst du davon? Wir holen uns jetzt so ein richtig nices Luxushotel und schicken den morgen Bilder. Elif und Tobi. Sollen wir das machen? Ja. Naja, ich habe euch halt gesagt, dass der Wald, ihr kennt das vom Fritz-Video, ja? Der ist nicht so, ist kein Spaziergängerweg oder so, ja? Das ist halt ein Wald, der sich selbst überlassen ist, sag ich mal. Okay, in einer Stunde ist Sonnenuntergang. Perfekte Voraussetzung, ich liebe es. Stehen hier. Wir haben von hier bis hier 10 Minuten. Wir haben 10 Minuten von hier bis hier. Wir haben nur ein Gepäckstück dabei. Unser Auto steht noch 10 Minuten in die Richtung. Hä, aber wo haben die denn dann die Schlafsäcke und die Isomatten und alles? Also Simon hat gesagt, wir brauchen bis ins Tal noch 20 Minuten ja. Mit so einem Weg. Ja, und wir haben noch drei Schlafsäcke, das Zelt, Rucksäcke. Wanderschuhe sind am Start auf jeden Fall. Wir sind so unvorbereitet. Yo, das war's komplett. Eigentlich sind wir ja ganz gut vorbereitet, nur dumm. Lass mal das Zelt liegen, komm mal mit kurz. Wir müssen Sebastian davon überzeugen, dass wir ihn... Okay? Jo. Jo. Wir müssen ihn überzeugen, dass wir ins Luxushotel müssen. Hallo. Wir kommen. Ja, wir kommen. Hier ist ein Bagger. So, das ist der einzige Startpunkt, den es hier gibt, wo man nicht rutscht. Kannst du mal ganz laut schreien? Das halt hier, glaube ich, voll geil. Da steht ein Bagger! Boah. Den haben wir damals nicht gesehen. Simon! Sind wir hier richtig?
Ich glaube nicht, dass es hier noch Unges Grundstück ist. Da ist Forstwirtschaft. Da drüben steht ein Bagger. Glaubt ihr, wir haben ihn enttarnt? Okay. Das ist gar nicht sein. Der macht einfach auf Öko und sagt so, yo, ich will den Wald erhalten und der Hals ist alles ab, der weg. Der ist bestimmt auch Fleisch. Junge, Tape, das hier ist halt deutlich größer als diese Fläche hier. Wir müssen den Baum da wegmachen und ein ganzes Gestrüpp hier, ne? Den Baum? Ja. Da weißt du, wie schräg das ist? Keine Chance, keine Chance, Alter. Ey, ihr seid komplett falsch gelaufen. Wo seid ihr da? Okay, ihr seid falsch gelaufen. Ihr seid falsch gelaufen. Oh mein Gott, wir sind an einer ganz. Sind wir an einer. Ich weiß nicht, wo ihr lang gegangen seid. Oh Mann. Also, ich meine, jetzt sind wir hier runtergekraxelt. Von ganz oben. Man sieht die Straße nicht mal mehr. Unser Zelt liegt irgendwo da oben. Unser Auto ist sau weit weg. Wir sind nicht mal mehr auf Simons Grundstück. Wie weit sind wir jetzt gelaufen bis hier? Halbe Stunde? Ja, ungefähr. Und das in die komplett falsche Richtung. Weil er eine Beschreibung gegeben hat. Ach, herrlich, da guckt euch diese ganzen Farne an. Die sind, glaube ich, jetzt frisch gekommen noch, oder? Aber ich hab richtig Bock auf so. Was ist, wenn wir das verlassene Haus von Simon fahren? Das wäre cool, oder? Hättet ihr darauf Bock? Ist das einsturzgefährdet? Einsturz, sag ich mal. Also, die Zeit nimmt uns davon. Wir können jetzt aufgeben und in die Villa zurückfahren und so tun, als wäre das alles nicht passiert. Das machen wir nicht. Wir könnten in ein Hotel fahren, was sau viele Sterne hat. Bin ich schon ein bisschen für. Option Nummer 3, und da bin ich großer Fan von. Wir fahren jetzt in das. Es gibt. Simon hat ein kleines Grundstück. Da ist ein Haus, da steht seit 20 Jahren leer. Hä, krass, davon weiß ich gar nichts. Da die ganze Zeit Hunde. Da bin die ganze Zeit Hunde, das ist ein Straßenhund und das ist einsturzgefährdet. Aber wenn wir in dem Haus unser Zelt aufbauen. Dann sind wir ja safe und kriegen gar nicht erst mit, wenn es bröckelt. Ich glaube, da passiert nichts. Erstmal ein Speer schnitzen. Hast du schon mal geschnitzt? Ja. Du noch nicht? Doch, deswegen frage ich. Schnitzen würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber hacken. Kann man aber so machen. Also jetzt, no joke, ist jetzt. Geht, kann man machen, ja. Wir gehen jetzt zurück. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Fußmarsch vor uns. Wir sind komplett exhausted jetzt schon. Wir müssen in die Ruine. 20 Minuten später, wir haben es geschafft. Wir sind wieder fast oben an der Straße, haben unser Zelt wieder gefunden. Wir fahren jetzt in die Ruine, Leute. Simon sagt, die Ruine ist Einsturzgefahr und dann hat er folgendes Memo geschickt. Lockdown! Shutdown! Lockdown! Bald gibt's kein Lockdown. Glaub, was? Den können wir sicher verlassen. Das ist er. Durchgedreht. So, das? Shutdown, Lockdown? Hä? Das kommt. Wir brauchen jetzt das zum Auto, 5 Minuten vielleicht. Wir fahren da jetzt hin, gucken das an. Und wenn das nicht ist, dann bleibt Option 2 und wir fahren in ein Hotel. Und wenn das nicht geht, dann kommen wir einfach zurück angekrochen. Dann geht's auch in die Ruine, oder? Ja. Wir ziehen das jetzt durch. Wir lassen sich unterbekommen. Let's go. Wir sind solche Loser. Hey. Hä? Wir sind jetzt in dieser Ruine, Leute. Es ist wirklich komplett wack. Diese Taschenlampe ist komplett beschissen. Unsere Kameraakkus sind fast leer. Das heißt, wir können nicht mehr den ISO vernünftig hochdrehen. Es ist absolut bekackt alles. Max hat einfach ein Messer. Wir haben unseren Stock und unser Messer, Digga. Wir sind verteidigungsbereit. Pass auf, wir haben das Zelt jetzt aufgebaut. Wir können euch mal ganz kurz zeigen. Luftmatratzen und sowas haben wir nicht drin. Wir müssen hier nur noch die Treppe runter. Wir haben jetzt außerhalb dieser Ruine campen wir jetzt quasi. Ja, wir können halt nicht reingehen. So, das ist halt Simon halt meint, das wäre übergefährlich. Ja. Wir haben halt hier auf jeden Fall mehr als genug Platz. So, wir haben noch die Schlafsäcke draußen liegen. Das Zelt ist echt krass. Das musste man einfach nur auf. Hä, wer weiß, wo dieses Zelt steht, Alter. Ich glaub den Jungs noch nicht. Es war über der Akt und ich würde sagen, wir schauen noch drauf. Wir bauen jetzt hier auch nichts mehr aus, sondern wir gehen jetzt mal gleich zusammen in die Ruine rein und erforschen die ein bisschen, oder? Oh, ja, let's go. Okay, auf vielleicht geht's. Sind sie doch draußen. Okay, wir sind jetzt drin, Leute. Ich habe so eine richtige Billo-Taschenlampe, mit der man so drehen muss. Hier sind überall noch so alte Farben und sowas. Aber to be honest, Simon hat gesagt, das ist irgendwie 20 Jahre verlassen. Das sieht man hier auch in diesen ganzen Sachen so. Teak, Oil, das ist alles so verrostet. Alles so komplett im Eimer. Überalte Sachen, Cola de Contacto. Oh mein Gott, hast du es gehört? Halt's Maul. Das war ein bisschen dumm, war. Ja, Bro, das mit den Straßen. Psch, psch, psch. Okay, lass mal raus. Okay, Leute, wir sind jetzt drin. Hier sind noch so die überalten Möbel. Und hier liegen so. Das ist so richtig weirde Sache. Hier ist sogar noch so ein. Hä? Hört ihr das? Was ist das? Das klingt wie eine fucking Wasserleitung oder sowas. Digga, das ist überweird. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Let's go. Okay, sollen wir reingehen? Hast du Bock? Ja, lass rein. Ich hab Überschiss. Okay, let's go. Hä, irgendwas ist doch da. Das. Irgendwas ist doch da komisch, oder? Das ist überweird hier. So ganz alte Schränke und sowas. Das ist ja noch vollkommen möbliert. Das ist doch in der Airbnb-Villa gedreht. Das sieht noch aus, als wäre hier noch niemand einfach. Oh mein Gott. Ja! What the f***? Hä? Oh, hä? Sag ich doch. Hier? Ich schlafe. Hä, bist du dumm? Du kannst dich einfach ins Bett legen. Was wollte ich hier? Bist du dumm? Kannst du hier bitte mein Haus verlassen? Hallo, was machst du? Hä, safe ist das doch in der Villa, oder nicht?
Hä? What the f***? Ey, ich ruf die Polizei, was soll das? Okay, hier ist irgendwie Wohnzimmer oder sowas. Ja, als ob, ey, so ein Bullshit. What the f***? Sag ich doch. Lass mich mal mit dem Stock. What the f***? Sag mich mal. What the f***? Was soll das denn? Tobi? Was soll das denn mit dem Stock? Tobi! Was soll das mit dem Stock? Tobi? Hä? Was ist das für ein Stock? Okay, das ist wirklich mega weird hier alles. Das ist über weird einfach. What the fuck? Hier ist so ein... Max! Bro, hier ist ein Kühlschrank, mach mal auf. Oh mein Gott, das sind Trauben! Hä, ist das ein Eisspender? Warte mal. Alter, der Kühlschrank ist noch voll! Oh mein Gott. Hä, das sind Gurken drin. Das nenne ich mal Glamping. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Der ultimative Camping-Survival-Trip auf Unges Grundstück war, wir laufen eine halbe Stunde ohne Gepäck und gucken einen Bagger an und laufen dann eine halbe Stunde wieder zurück. Arschgeile Nummer. Wir haben dieses Zelt aufgebaut in unserem Garten, weil wir Loser sind, weil wir es nicht geschafft haben. Wir sind... Mach kurz das Licht an, Bro. Ganz kurzer Real Talk. Wir haben wirklich überlegt, was wir machen. Wir haben noch sogar versucht, das Hotel zu buchen und alles. Und wir wollten echt noch zur Ruine hin. Aber das Ding ist, A, haben wir sie nicht gefunden. Und B, war sie wirklich tatsächlich einschutzgefährdet. Und haben dann gesagt, ja, scheiß drauf. Das in dem Wald war ein Gigafail. Aber ich dachte jetzt so zum Ende hin, ja, haben wir jetzt... Ja, Mann, wir haben reingeschickt. Was, Mann? Was habe ich mir hier gerade angeguckt, Alter? Jetzt wieder in unserer Scheiße. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir sind einfach in unserer Scheiß-Villa wieder. Wir sind einfach in unserer Scheiß-Villa und haben das Zelt. Das Schlimmste ist, wir müssen das Zelt wieder abbauen. Guck mal. Mann, was sind wir für gottverdammte Versager? Was sind wir verdammte... Mann. Ey, Fritz Meinecke ist so sauer auf uns, ist der? Nee, ich bin nicht sauer. Wieso soll ich sauer sein? Nö. Ich sag's euch, in einem Monat bin ich spätestens... Nicht pieksen. Oh, jetzt? In einem Monat bin ich spätestens wieder hier. Und ich werde in diesem Scheiß-Wald mit Fritz Meinecke pennen. Oh! Ich bin dabei, Revi, aber lass uns in der Hängematte da drin pennen, weil das ist easy. Schön zwischen den Bäumen kannst du Hängematte aufspannen, aber Zelt kannst vergessen. Dein Grundstück, Unge. Wir haben herausgefunden, was da los ist. Wir wissen, was du versteckst. Wir haben den Schatz gefunden. Das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Ciao. Also das war wirklich eins der besten Videos, das ich in den letzten Wochen gesehen habe. Das war wirklich, also da auch mal Daumen hoch da lassen. Schaut gerne bei Revi vorbei. Ja. Naja, so ist es halt manchmal. Es ist halt nicht immer so einfach, wie es aussieht da draußen, ne? Es ist hart und wild und rau. Auch auf Madeira. Herrlich. Ich fand es trotzdem unterhaltsam.